Gut, dann herzlich willkommen, guten Morgen zur User Group Februar 22. Was steht heute auf dem Programm? Ich öffne gleich. So, hätte ich besser vorbereiten sollen. Mein Bildschirm. So. Also die Regeln sind klar, wir zeichnen wieder auf und verschicken es auch, ist also öffentlich. Am besten die Mikrofone zwischendurch stumm schalten, aber meldet euch gerne, wenn es Fragen oder Anregungen oder Kommentare gibt. Was steht heute auf dem Programm? Es werden wieder die Neuerungen vorgestellt. Nicht alle kleinen Fixes und Mini-Änderungen, sondern nur so die groben Sachen. Diesmal sind es auch nicht ganz so viel, weil wir letztes Mal ja am zweiten Donnerstag die User Group hatten und daher hatten wir jetzt nur 3 Wochen Zeit. So, und ich freue mich sehr, dass in der zweiten Runde dann der Arne ein Interview führt mit der Birgit Pfisterer von Kartenplus. Kartenplus ist ein neuer Kunde von uns. Wir sind aber auch schon seit 2 Jahren im Gespräch und Kartenplus ist aus Kartenlager hervorgegangen, die, wie ich es mal gelesen hatte, das erste Holzhochhaus in Deutschland gebaut hatten. Und da freue ich mich sehr, nachher mal mehr darüber zu erfahren. Arne wird wahrscheinlich alles nachher rauskitzeln, was interessant ist. Freue ich mich auch sehr, dass die Bürger da und Roland zur Verfügung stehen und ein bisschen ihre Erfahrungen teilen mit Projo, aber auch mit ihrem Büro. Gut, dann kommen wir zu den Neuerungen. Ich rausche mal wieder durch die Änderungen, die sich so ergeben haben. Und zwar ich fange jetzt bei den Arbeitszeiten an, gehe dann so zur Personalverwaltung und Angebote, Projekt und so weiter. Das ist so der typische Fluss. Bei Arbeitszeiten kann man ja einstellen für das ganze Büro unter Einstellung Mitarbeiter, dass alle Mitarbeiter morgens eingeben sollen, dass sie das Kommen- und Gehen-Pflicht ist. Jetzt sehe ich gerade, hier steht noch Gehen. Wir haben das jetzt geändert, dass wenn man das so einstellt, dass dann nur das Kommen Pflicht ist. Ja, man sagt, man kommt um 9 Uhr und ab dann kann man schon seine Arbeitszeiten eintragen und dann sollte man auch nachher eintragen, wann man geht. Also statt nur zu sagen, wann man eigentlich an welchem Projekt gearbeitet hat, möchte man hier seine Mitarbeiter dazu bringen, auch anzugeben, wann sie eigentlich gekommen sind morgens. Und ja, also eine Kleinigkeit so. Weiter gehe ich bleibe ich bei den Arbeitszeiten. Und zwar kann man jetzt in dem Monatsausdruck, ich bringe mal hier bei ihr rein, und zwar gehe ich mal hier auf Zeiten. Im Monatsausdruck kann man jetzt sehen, wie die Zeiten Entschuldigung, wie die Pausenzeiten eines Mitarbeiters sind. Also der Mitarbeiter hat im Monat Pausen gebucht und wegen dem Arbeitsschutzgesetz ist es auch wichtig, dass der Arbeitgeber das auch überprüfen kann und auch ja, bestätigen kann, dass richtig Zeiten genommen worden sind. Und was wir jetzt erstmal gemacht haben, ist in diesem PDF haben wir die Summe der Pausen hinzugefügt. Eigentlich müssen wir das nochmal aufteilen nach Mittag und vielleicht Nachmittag. Aber zumindest sieht man jetzt hier die Pause, ne? Und das kann man dann dem Mitarbeiter vorlegen, kann man dann unterschreiben. So. Und diese Ausdrucke kann man ja nicht nur pro Mitarbeiter hier ausdrucken, sondern auch über alle Mitarbeiter runterladen. Das heißt, wenn man 50 Mitarbeiter hat, kann man sich die 50 PDFs in einem Schwung runterladen. Gut, bleiben wir beim Mitarbeiter. Es gibt 2 neue Felder, und zwar unter den Mitarbeiterdaten. Ist zwar jetzt nur eine Kleinigkeit, höchster Schulabschluss und höchste Berufsausbildung. Das ist bei Neueinstellungen immer wichtig, dass das abgefragt wird, weil dies für die
Rentenversicherung wohl benötigt wird. Das heißt, man braucht es ja gar nicht dauerhaft im Projo, aber zumindest muss das bei neuen Mitarbeitern einmalig abgefragt werden. Und das sollten jetzt sollten mittlerweile alle Daten auch vorhanden sein, dass man also diese Daten aus Projo abfragt und dann so an den Steuerberater weitergibt. So, wenn aber trotzdem noch Felder fehlen, hat man jetzt die Möglichkeit, auch kundenspezifische Felder für Mitarbeiter anzulegen. Ich gehe mal hier unter Einstellungen kundenspezifischen Felder. Und hier kann man jetzt nicht nur für Projekte, sondern auch für Mitarbeiter und auch für die Personalansicht. Also Mitarbeiter sind die kundenspezifischen Felder, die auch dann Projektleiter sehen können. Und Personalsicht sind dann die persönlichen. So, und ich kann ja jetzt hier einfach mal etwas anlegen, ein kundenspezifisches Feld, damit man es einmal sieht. So, jetzt hätte ich mir vorher Gedanken machen sollen. Ich sage jetzt mal Schuhgröße. Und was ist das für ein Feld? Das ist natürlich, wir könnten auch eine Auswahlliste machen. So, Schuh und fangen wir mal klein an mit 36 und gehen in großen Schritten. Dazwischen wird keiner eingestellt. So. Und legen das jetzt mal an und springen mal bei einem Mitarbeiter rein. Und jetzt sieht man hier unten die kundenspezifischen Felder und kann das auswählen. Aktuell kann man es erstmal nur hier auswählen. Es ist also noch nicht in der Mitarbeiterliste drin, oder? Ist da nicht? Weiß ich gar nicht. Müssen wir mal schauen. Nee, ich glaube noch nicht. Bei den Projekten ist es halt schon drin, wenn man. Gut, bleiben wir bei den Mitarbeitern. Hier hat man jetzt die Möglichkeit, ein zentrales Verfallsdatum anzugeben für den Resturlaub. Also wenn man Resturlaub ins nächste Jahr genommen hat, dann kann man hier für alle Mitarbeiter reinschreiben, bis wann der genommen werden soll. Und weil es gibt auch manche Firmen, die nicht den 31.03. haben, sondern den 30.06. zum Beispiel. So, und wenn bis dahin nicht der Urlaub genommen wurde, dann kann und dieser Haken hier gesetzt ist, dann rechnet Projo den tatsächlich automatisch raus. Der verfällt dann wirklich. Wenn man aber nur einen Soft-Verfall haben möchte, dann setzt man hier diesen Haken. Das heißt, der Mitarbeiter sieht, dass er verfallen würde, aber er verfällt dann nicht wirklich. Also da hat man die zwei Abstufungen. Passt das so für den Arne? Ja. Gut. So. Ich springe wieder zurück zu einem Mitarbeiter. So, wenn bei einem Mitarbeiter hier ein Endedatum eingetragen ist, 18.03. nehmen wir mal hier, dann gibt es hier ein neues Feld. Ende ist kommuniziert. Also dieser Haken, Vertrag wird verlängert, den gibt es ja schon länger. Ne, kann man rein und rausnehmen und das ist quasi sehr, sehr versteckt. Also das sehen Projektleiter und so nicht. Und das hier hingegen, Ende ist kommuniziert. Da geht es darum, das ist bei einem Büro aufgefallen, dass Mitarbeiter im Abwesenheitskalender oder Anwesenheitskalender quasi in die Zukunft geschaut haben, wann eigentlich jemand nicht mehr da ist und dauerhaft nicht mehr da ist. Wir haben ja den Abwesenheitsgrund ausgeblendet, man sieht also nur noch grau, aber trotzdem können Mitarbeiter darauf schließen, wann jemand quasi kündigt. Und das will man natürlich nicht und deswegen haben wir jetzt hier hinzugefügt, ist kommuniziert und nicht. Und wenn es nicht kommuniziert ist, dann wird es im Abwesenheitskalender weiter angezeigt.
Darf ich da direkt noch was zu sagen? Wir waren ja betroffen. Oh, okay. Manuela, gerne. Ja, danke schön. Es ist jetzt tatsächlich nochmal passiert. Also wir nutzen das jetzt, aber auf einer anderen Ebene. Es hat wieder jemand gekündigt und ein Projektleiter hat aber den Urlaub an die Wand, also aus dem Bürobereich, hat den Urlaubsbereich aufgemacht und hat den Urlaubskalender gezeigt. Und da war wieder ein grauer Balken und es ist uns wieder passiert. Oh Es ist Gott. einfach nur, dass vielleicht alle Büros da etwas sensibilisiert werden. Also ich weiß natürlich, Ja. dass ihr sehr für Offenheit seid und dass Mitarbeiter viel sehen können, Ja. aber da können Situationen draus entstehen, die sehr unschön Da sind. gebe ich dir völlig recht, ja. Also deswegen, also der Button ist total wichtig und super gut schon mal, aber direkt am nächsten Tag bin ich wieder in die nächste Falle getappt. Sollten wir das dann so machen, dass man im Bürobereich das quasi umstellen kann? Zeige quasi den kommunizierten Kalender und zeige einmal den echten Kalender. Also ich weiß jetzt nicht, wie wichtig das auch anderen Büros ist. Ich will da jetzt nicht so vorneweg preschen. Vielleicht haben viele andere Büros auch gar nicht die Situation, dass viel gekündigt wird. Bei uns ist das halt extrem im Moment. Und deswegen haben da Mitarbeiter echte Akribie entwickelt und gucken sich jeden Tag diesen Abwesenheitskalender an. Und ja, nur so als Vorwarnung oder als Warnung vielleicht auch für andere Büros, was man da sehen kann und was daraus entstehen kann. Manuela, ich habe das Problem noch nicht ganz verstanden. Kannst du noch mal in einem Satz sagen, Ja, was dann vielleicht, passiert ist? ja, also vielleicht zeigt der Benedikt, könntest du mal auf diesen Anwesen- oder Abwesenheitskalender gehen? Diesen hier, Abwesenheitskalender da ne? oben, genau, der war es. Die ganze Zeit, also das haben sich jetzt die Mitarbeiter seit Monaten angeschaut, sind dann immer 3 Monate vorgescrollt, um zu sehen, aha, ab dann, weil dann ist irgendwann der rote Balken dauerhaft, ab dann ist irgendjemand nicht mehr da. Und das sorgte dann für Tuscheleien und Redereien unter den Kollegen. Die sind aber natürlich nicht auf die Geschäftsführung zugegangen und haben mal gesagt, mal, hier sind irgendwelche Sachen, die dürfen wir vielleicht einfach nicht sehen. Also wir haben ja absichtlich versteckt, dass man nicht sieht, warum jemand nicht da ist. Aber wir kamen ja nie auf die Idee, für genau diesen Fall, Manuela. Ja, und das, ja, wenn das Ende jetzt nicht kommuniziert ist, dann sieht es weiterhin so aus, als ob die Person drin ist. Ja. Ja, dann ist also der Balken irgendwann dauerhaft rot und das kann kein Urlaub mehr sein, sondern das ist dann definitiv eine Kündigung. Von wem auch immer. Es kann auch andere Sachen, das haben wir auch gesagt, ne? Es kann sein, dass der Vertrag ursprünglich eventuell befristet war. Es kann sein, dass Mutterschutz, Elternzeit, denke ich mal, wird da ja auch angezeigt. Aber das fiel halt bei betroffenen Personen weg. Das konnten Was wir man jetzt nicht natürlich ändern. nicht vergessen kann, ist, dass sollte es, Entschuldigung, dass ich mich so einklicke, wenn es ein gehobenes Alter ist, dann fällt natürlich Elternzeit und so raus und Ja, dann wird es tatsächlich zum ja, Problem und dann wird es und Tuscheleien im Hintergrund sind immer von extremem Nachteil. genau. Und das war bei uns und die haben es halt bei den ersten Fällen nicht offen kommuniziert und dann kam so eine heftige Kündigung bei uns und dann. Also wir haben auf jeden Fall versucht, ganz schnell zu kommunizieren, ganz schnell das umzusetzen, weil das Habt ihr ist auch, natürlich, super. ja. Vielen Dank dafür. Gut, dann würde ich erstmal weitermachen, ja? Ja. Unter Einstellungen Mitarbeiter, bin weiter in der Personalverwaltung, gibt es ja hier die Mitarbeiterkategorien. Da wurde uns übrigens auch mal gesagt, dass wir vielleicht diese ganze Kostenthematik mal unter Bürokosten packen sollten, dass man also nur hier die Mitarbeiterkategorien anlegt. Das war deine Idee, ne, Arne? Haben wir aber noch nicht gemacht. Und was wir aber jetzt gemacht haben, ist, dass man hier diesen Durchschnitt aller Kostensätze, dass man den sich erklären lassen kann. Ne, klickt man drauf, das ist ja so ein Grundprinzip von Projo, dass man alle Daten sich erklären können lassen soll, dass man also ja, alle verdichteten Daten
ja, irgendwie verstehbar machen soll. So. Sind eh alles Demo-Daten. So. Dann kommen wir mal zu einem ganz neu, zu einem anderen Thema, und zwar Reisekostenabrechnung. Die Reisekostenabrechnung gibt es ja im Projo, aber die ist noch nicht ganz ausgereift. Ein Neukunde hat jetzt gesagt, er könnte die gar nicht so nutzen. Also es gibt durchaus da auf, als Antwort, es gibt durchaus Kunden, die Reisekostenabrechnung nutzen. Ne, Manuela, ihr mit euren 50 Mitarbeitern nutzt ja durchaus die Reisekostenabrechnung. Und mir ist da jetzt bei euch kein offener Bedarf bekannt, aber ich weiß, dass es deutlich, also dass wir da noch einige Sachen mehr machen müssten, wie zum Beispiel, dass man auch die Verpflegungspauschalen international mal hinterlegen können muss. Aber es gibt dafür auch immer noch Workarounds. Ich gehe mal kurz im persönlichen Bereich und lege mal hier eine Reisekostenabrechnung an. Füge mal eine Reise hinzu, wähle hier irgendein Projekt, sage einen Anlass, eine Baubesprechung. So, und sage mal, jetzt am 1. bin ich da dahin gefahren. So, und jetzt hat man hier die Möglichkeit, noch einen Beleg hinzuzufügen. Bahnfahrt. Ja, und die Verpflegungspauschale, das haben wir jetzt hier extra nochmal dazu geschrieben, die wird dem Mitarbeiter hier noch nicht angezeigt beim Einreichen, sondern die kann nachher erst im Büro quasi hinzugefügt werden, im Bürobereich hinzugefügt werden, und da kann sie dann auch, da wird was nach den aktuellen Regeln vorgeschlagen, und das kann man aber dann auch überschreiben. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir diesen Button Weiterberechnung an Kunden, der ist aktuell nur informativ, dass wir den hier von Reiseebene auf Belegebene gepackt haben. Ja, dann weiß also nachher die Administration, das können wir weiter berechnen, aber es gibt da noch keinen Automatismus hinter. Wenn man jetzt zum Beispiel hier mit dem Privat-Pkw gefahren ist, dann werden hier die Kilometer abgefragt, und jetzt hat man auch die Möglichkeit, bei der Definition dieser Kategorie auch gleich die Kilometerpauschale anzugeben, also die 30 Cent. Oder wenn man zum Beispiel einen Dienstwagen nutzt, dann gibt man da die 0 Cent an. So. Dann was erstmal das mit der Reisekostenabrechnung. Jetzt würde ich zu den Angeboten kommen. Unter Einstellungen, Angebot, Rechnung. Hier gibt es ja die besonderen Leistungen. Hier hat man jetzt die Möglichkeit, diese besonderen Leistungen, die also schon vorgepflegt sind, da noch eine Beschreibung hinzuzufügen. Mal Beschreibung. Und wenn man die dann im Angebot nutzt, ich schreibe jetzt mal hier ein Angebot, Schule Pankow oder Mitte, dann, und man geht jetzt hier in HAI-Rechner, dann sieht man halt die Beschreibung. So, da ist sie hier und kann die besondere Leistung hinzufügen. So, und wenn wir schon gleich hier sind, also was noch nicht geht, ist, dass man die besondere Leistung direkt im Angebot hinzufügt. Ja, das ist ein offener Punkt, der von vielen gewünscht wird, werden wir bestimmt auch zeitnah vornehmen. So, was es jetzt hier auch gibt, ist, dass, wenn man sich das PDF anschaut, dann wirkt das ja relativ lang. Fürs Angebot ist das noch in Ordnung. Und für die Rechnung hingegen möchte man ein viel kompakteres Format haben, und deswegen hat man hier die Möglichkeit, diese Interpolation entweder anzuzeigen oder nicht anzuzeigen. Standardmäßig war die bisher immer
dabei, also diese hier, diese Interpolation aus der HOI-Tabelle. Und das kann man jetzt entfernen. Und genauso kann man entfernen, wenn man eine stufenweise Beauftragung hat, dass dann wirklich jede einzelne Leistung gezeigt wird. Ich füge jetzt mal hier eine Stufe 1 hinzu und vielleicht eine Stufe 2. Das macht jetzt hier keinen Sinn, die Aufteilung, aber darum geht es jetzt auch nicht. So. Und jetzt könnte man auch sagen, zeige nicht die Leistung in den Stufen, zeige auch nicht die Interpolation und dann sieht es nämlich schon wesentlich einfacher aus. Und grundsätzlich, wo wir schon bei diesem Thema sind, gibt es ja den Wunsch bei den Rechnungen nachher, wo auch dieser HOI-Rechner nochmal hinzugefügt wird, die deutlich kompakter zu halten. Und das ist jetzt quasi ein erster Schritt. Und da wird aber noch mehr kommen in Zukunft. So, grundsätzlich haben wir... das wollte ich auch noch zeigen. Wenn wir jetzt hier einen Zuschlag haben, ich sage mal einen Umbauzuschlag, und jetzt geben wir mal im Angebot nochmal einen Rabatt auf alles. Da muss ich hier nach ganz unten gehen. Na, hier. Jetzt gebe ich mal hier irgendwie -10% Rabatt. Jetzt sieht man hier, ist der Umbauzuschlag ja auf die HOI-Leistung und der Rabatt ist quasi auf alles. Ne? Und im HOI-PDF zeigen wir jetzt nur noch den Umbauzuschlag und nicht mehr den Rabatt auf alles, sondern wir zeigen jetzt nur noch die Zu- und Abschläge, die sich auf ein konkretes, auf den konkreten HOI-Rechner beziehen. Darf ich da mal kurz einhaken? Ja. Also für den Bauherrn ist es natürlich und für die Kommunikation sehr, sehr entscheidend, dass der ganz plakativ sieht, wie viel Rabatt wir gegeben haben, was das wirklich ausmacht. Deswegen versuche ich das, oder habe ich das in der Vergangenheit immer so gemacht, dass ich genau den Punkt nicht versteckt habe, sondern besonders dick hervorgehoben habe. Jetzt geht das genau in die andere Richtung. Jetzt bin ich etwas irritiert. Also im normalen Angebots-PDF sieht man es ja dann auch. Jetzt bin ich mal hier im Angebots-PDF, ne? Da sieht man natürlich ganz dick den Rabatt. Das ist, ja, dieses andere PDF war ja nur quasi die Berechnung, wie, also das, wie sich die HOI quasi berechnet hat. Und da gibt es ja den Wunsch, dass man das beides auch irgendwie stärker zusammenführt. Ne? Und das müssen wir, ich glaube, das ist geboren aus, das kam von ARC. Ich guck mal kurz, ist da jemand von euch da? Sandra ist da. Ja, Benedikt, ja. Das hat wirklich gewünscht, und weil es vorher etwas durcheinander war. Ich glaube, ja, so ist es ganz okay. Damit kann man leben. Ja, sehr gut. Gut, so. Sind wir hier beim Angebot und im Angebot, ich klappe das mal zu, hat man ja hier die Möglichkeit, noch eine Unterschrift hinzuzufügen über einen Platzhalter, Signatur. So, und jetzt haben wir das so geändert, dass die Signatur verwendet wird von der Person, die das Angebot bestätigt, also nicht schreibt, sondern bestätigt. Und bei der Rechnung ist es genau das Gleiche. Nicht die Person, die es schreibt, sondern die es bestätigt. Wenn ich also jetzt hier das Angebot abgebe, jetzt habe ich bei dem Mitarbeiter, sieht man nämlich keine Signatur, weil ich hier noch keine hinterlegt habe. Und jetzt gehe ich mal in den persönlichen Bereich. Und zwar haben wir das jetzt hier unter meinem Profil persönliche Daten hinzugefügt, dass man hier unten seine persönliche Unterschrift hochladen kann.
ich habe jetzt mal eine hier hochgeladen und sage mal 50 mm. Und jetzt gehe ich mal zurück hier in das Angebot und aktualisiere nochmal. Und jetzt weiß ich nicht, warum das da nicht erscheint. Müsste eigentlich mal... Ah, das ist jetzt, Entschuldigung, das ist jetzt schon das Abgegebene. Und jetzt, ja, ich muss das jetzt nochmal hier neu speichern. So, sehr gut. Das ist natürlich, das PDF ist fest abgespeichert. Das heißt, wenn man nachträglich Sachen noch ändert, dann ändert sich das natürlich nicht im PDF. So, und jetzt sieht man, ist es hier hinzu. Und jetzt ist mir aber eingefallen, dass es vielleicht gar nicht als Übergang vielleicht gar nicht so schlecht ist, dass, wenn keine Signatur hinterlegt ist, dass man dann doch weiterhin die aus dem Bürobereich übernimmt. Das sollten wir wahrscheinlich noch ändern. Benedikt, kurze Frage von mir. Ich hatte nämlich genau gestern den Punkt, dass ich eine Rechnung erstellt habe und plötzlich kam keine Unterschrift mehr. Und bis ich dann drauf gekommen bin, ja, weil ich dann die Review bekommen habe, dass ich das bei mir einstellen muss, sonst taucht die nämlich gar nicht auf, gerade aktuell. Ja. Also wenn man nicht bei seinem persönlichen den Stempel reinzieht mit der Unterschrift, dann taucht das gar nicht auf. Das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen irritierend. Das ist irritierend. Die Grundeinstellung, dass das immer übernommen wird, es sei denn, Du hast recht. So sollten wir es machen. Vielleicht ja. Drin. Ja, ja. Also von unserer Seite her kann ja sein, dass die anderen Kollegen das anders sehen. Ah, der André meldet sich noch. André. Ja, kann man auch für andere Leute Unterschriften anwählen? Nee, da hatten wir uns gegen entschieden, damit man nicht die Unterschriften missbraucht. Aber man kann natürlich bei seinem eigenen Bereich dann quasi wir haben halt öfter die Situation, dass unsere Buchhaltung dann im Namen der Geschäftsführung sozusagen Unterlagen produziert. Da wäre Ihre eigene Unterschrift nicht ausreichend. Da wären wir dann davon ausgegangen, dass die im eigenen Bereich eine Unterschrift mit im Auftrag hinterlegt. Okay, also dann würde sie sozusagen in ihrem Bereich nochmal eine zweite Unterschrift anlegen können und dann auswählen zwischen denen? Also aktuell nicht, aber... Im Auftrag sozusagen mit ihrem eigenen Namen. Und darunter steht dann der Name des Geschäftsführers in gedruckter Form. Also das ist das, so wie ich das dann eigentlich kenne. Also darunter steht der Geschäftsführer und die Unterschrift ist im Auftrag. Ist das so? Okay. Ja, so machen das die Rechtsanwaltskanzleien zumindest immer. Hast du da viel Erfahrung, okay. Nee, okay. Gucken wir uns an. Sehr gut. Gut, kommen wir ins Projekt. Ich möchte kurz vielleicht noch eine Anmerkung machen. Also wir haben das Thema auch, also gerade die Angebote, werden bei uns vom Sekretariat geschrieben. Da gehen auch relativ viele raus. Und da wäre es uns wichtig, dass das Angebot persönlich unterschrieben ist und nicht im Auftrag, weil das ja häufig auch eine Kundenbindung ist, die der jeweilige Projektleiter oder der Geschäftsführer zu den Kunden hat. Da ist so im Auftrag, in einigen Fällen zumindest, kann das ein bisschen unpersönlich sein. Oder andersrum, es wäre schöner, wenn derjenige unterschreibt, der das Angebot ja auch verhandelt hat. Also das irgendwie auswählen zu können, das wäre gar nicht schlecht. Vielleicht kann man das auch mit einer Rechtevergabe verbinden, dass es vielleicht in der Verwaltung Personen gibt, die in der Lage sind, fremde Unterschriften zu benutzen. Klingt irgendwie komisch, aber... Ja, also wir würden das nicht gut finden, wenn irgendjemand fremde Unterschriften benutzt, also gerade die von der Geschäftsführung nicht. Also wenn Geschäftsführer unterschrieben hat, muss er das auch persönlich machen. Das darf dann nicht irgendjemand anders die Unterschrift benutzen. Das finden wir nicht so cool. Also wir machen das zurzeit so, wir schreiben den Namen händisch da drin, den Namen der Verantwortliche und machen dann unten drin den üblichen Vermerk, den man auch häufiger sieht, wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig. Das wäre vielleicht auch noch eine Möglichkeit, dass man diese Form dann standardmäßig in Projo einstellen könnte. Ja, also wenn wir es so anpassen, wie gerade eben besprochen, ne, dass wenn keine Unterschrift hinterlegt ist, dann die zentrale Unterschrift verwendet würde, dann hättet ihr, Markus, im Prinzip ja die Möglichkeit, einfach keine
eigene Unterschrift zu hinterlegen. Dann wäre die Möglichkeit abgebildet. Und das müsste man aber vielleicht auch, um da versehentlichen Missbrauch zu verhindern, eben auch abschalten können, denke ich mir. Na, weil sonst wären es dann zwei Möglichkeiten. Entweder müsste halt wirklich der Geschäftsführer dann einmal auf abgegeben klicken, ja, also alle Angebote sozusagen abnicken, dann ist seine Unterschrift drunter. Oder man würde als Fallback eben diese Lösung mit der zentralen Unterschrift machen. Muss man sich überlegen. Wir dachten, erstmal ist es so auf jeden Fall konsequenter, weil es dem, sage ich mal, entspricht, wie man es auf Papier gemacht hätte. Ne? Kein Sekretariat wäre auf die Idee gekommen, die Unterschrift des Geschäftsführers zu fälschen, um sie dann unten drunter zu schreiben, sage ich jetzt mal vorsichtig. Was heißt zu fälschen? Ich habe mal in einem Büro gearbeitet, da hatten wir einen Stempel mit der Unterschrift, weil er keinen Bock hatte, alles zu unterschreiben. Ja. Das wurde einfach tschak, 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 tschak. Also, Projekt am Fließband, okay. Fälschung ist das nicht. Inga, noch die letzte Anmerkung? Damit ja, also ich bin da auch eher beim Markus. Also bei uns ist es so, ich schreibe die Angebote, lege die den Chefs vor und wenn die in Ordnung sind, dann kommt digital die Unterschrift darunter. So war es bislang immer. Und ich brauche vor allen Dingen zwei, weil ich zwei Chefs habe. Eigentlich müssten die beide darunter und... Du kannst ja auch ein Bild hochladen, wo beide Unterschriften drauf sind. Gut, dann bastel ich. Also. Oh, jetzt melden sich noch mehr. Wollen wir noch? Okay, dann Gudrun. Hallo zusammen. Also wir haben bis jetzt auch die digitale Unterschrift des Geschäftsführers benutzt, weil er möchte diese Rechnung auf jeden Fall sehen. Ich mache die im Projo digital rein, lege ihm die Rechnung fertig vor und er gibt nur sein Häkchen fürs OK und dann geht die Rechnung raus. Also ich benötige eigentlich auch die Unterschrift des Geschäftsführers. Wo macht er denn das Häkchen? In Projo oder irgendwo anders? Nee, nur auf der PDF. Also nur ich lege ihm es digital in einen Ordner rein und er möchte es einfach sehen. Und sobald er sein Häkchen hat, ist für mich das Go, die Rechnung kann raus. Ja, wir dachten, dass der Workflow wäre, dass man ihm den Link schickt zu der Rechnung. Beziehungsweise in Projo kann man sich die Rechnung ja auch alle anschauen und dann auf abgeben. Ja, da müsste aber in jede einzelne Rechnung rein. Und bei der Vielzahl Rechnungen, die bei uns über den Tisch stehen, der Vorteil wäre eigentlich dann, dass man dann auch im Projo sieht, ne, wer es bestätigt hat. Aber okay. So, jetzt melden sich doch noch mehr. Daniel? Ja, ich will es jetzt nicht komplizierter machen, aber mir kam gerade ein Gedanke. Besteht nicht die Möglichkeit, man bekommt doch im Projo auch personalisierte Nachrichten, weiß ich nicht, wer hat die Arbeitszeit noch nicht eingetragen und so weiter. Bestünde nicht die Möglichkeit, dass Angebote und Rechnungen von dem entsprechenden Sachbearbeiter vorgelegt werden, also vorbereitet werden. Und wenn es so ist, dass ein Geschäftsführer das sehen will und unterschreiben soll, dann ploppt das bei dem auf und dann kann der sich die Dinge angucken. Und wenn der ein Häkchen setzt, gesehen und freigegeben, dann wird seine Unterschrift da reingehängt und dann ist das Ding erledigt. Also in den Großbüros arbeiten halt die Geschäftsführer nicht ganz so viel im Projo, habe ich Die Befürchtung. Fiel mir nur gerade so ein, das kam mit Vorbereitung. Die lassen sich das dann papierloses Büro. Ja. Da gibt es eine Sache, die dagegen spricht, Daniel. Wir bekommen im Moment unwahrscheinlich viele Meldungen, die hochploppen auf unserem Bildschirm und wir ignorieren die schon. Also diese Rechnung würde mir garantiert durchrutschen. Also das stimmt. Das ist auch noch ein offener Punkt, das wollten wir auch mal verbessern, dass wir gewisse Meldungen zusammenfassen und dann einmal pro Woche nur verschicken. Okay, ich würde mal sagen, das Thema klären wir nochmal. In kleinerer Runde. So, und jetzt springe ich. Ich bin mit der Lösung ganz zufrieden. Wenn keine Unterschrift hinterlegt ist, dann wird die aus dem Bürobereich genommen. Da ist die des Geschäftsführers hinterlegt. Wir schreiben ja nur Angebote und Rechnungen mit Projo und keinen Schriftverkehr. Das heißt, das Sekretariat wird nie in die Verlegenheit kommen, ein Angebot oder eine Rechnung im eigenen Namen schreiben zu müssen. Und dann ist mir damit geholfen, wenn es eben die Einstellung ist, im Bürobereich ist die entsprechende Unterschrift des Geschäftsführers hinterlegt oder der Geschäftsführer. Da kann ich auch zwei in einem Bild hinterlegen, wie du gerade gesagt hast. Dann ist das für mich völlig ausreichend. Gut, das können wir auf jeden Fall kurzfristig machen, dass wir es jetzt erstmal im Bürobereich, die Fallback-Version wieder aktivieren.
So, gut, dass du jetzt geredet hast. Da konnte ich nämlich die Zeit nutzen, schon mal aus diesem Angebot ein Projekt anzulegen. So, jetzt haben wir hier das Projekt. Und ich kann mal eine ganz grobe Einsatzplanung machen. Wähle mal hier eine Person und sage im Expertenmodus, wie lange würde eigentlich das ganze Projekt dauern, wenn nur diese Person dran arbeiten würde. Das heißt, dadurch sind jetzt hier diese ganzen Zeiträume gepflegt. So, ich gehe mal aus dem Expertenmodus raus. Ne? Jetzt sind hier die Zeiträume gepflegt. Und daraus ergibt sich natürlich hier ein Zahlplan. Der Zahlplan, den nennen wir jetzt auch nicht mehr abhängig von der Einsatzplanung, sondern abhängig von Zeitplanung. Und hier gibt es nämlich jetzt einen neuen Haken, Nutzerabrechnungsstand pro Leistung. So war es bisher. Bisher funktionierte Projo so, dass quasi, als ob dieser Haken gesetzt wird. Ne, wenn man, und das hatte nämlich folgendes Problem, wenn man jetzt eine Rechnung geschrieben hatte oder nur nachgetragen hat, die man gar nicht, ich kann das jetzt hier nur simulieren, sehe ich gerade. Ich trage jetzt mal hier eine Einzelrechnung ein. Das ist schlecht, aber ich mache es jetzt einfach mal und sage mal, es wurden jetzt 10.000 Euro. Jetzt gucke ich mal kurz. Zum Glück kann ich das hier doch noch ändern. Also es wurden einfach hier 10.000 Euro abgerechnet, ohne Bezug auf Leistungen. Ja, nehmen wir mal an, man hat die Rechnung außerhalb von Projo geschrieben und trägt jetzt hier einfach nur die Summe rein. Also 10.000 Euro und lässt dann den Zahlungsplan automatisch berechnen. Dann gab es hier immer so eine Differenz zur Auftragssumme. Und weil Projo eigentlich also pro Leistung schaut, jetzt gehe ich mal hier in die Vertragsstruktur und hier kann man in den Expertenmodus wechseln und dann sieht man ja hier pro Leistung, zum Beispiel die LP1, wie viel Prozent schon abgerechnet wurde, wie viel wurde bereits in Rechnung gestellt. Weil wir jetzt die Rechnung nachgetragen haben, wissen wir das natürlich nicht. Und Projo geht also davon aus, dass also noch 100% von dieser Phase in Rechnung gestellt werden kann und benutzt dann diese Information, um den Zahlplan zu generieren. So. Und das ist aber, dieses Prinzip funktioniert sehr gut, wenn man in Projo seine Rechnungen schreibt. Und wenn man die in Projo nicht schreibt, dann haben Kunden begonnen, hier dann immer den Rechnungsstand nachzutragen. Und bei großen Generalplanerprojekten ist das furchtbar aufwendig, vor allen Dingen, wenn die Performance auch nicht so gut ist. Und dafür haben wir jetzt diesen Haken hier eingeführt. Wenn man den also rausnimmt und zukünftig wird es auch so sein, bei neuen Projekten ist er standardmäßig draußen, bei den alten Projekten ist er jetzt noch standardmäßig drin, weil es ja so bisher lief, dann sollte die Summe immer aufgehen, weil einfach Auftragssumme minus den Abschlagsrechnungen ist quasi das, was noch verteilt werden kann und das wird dann auf die Phasen verteilt. Je nachdem, ob man Ende jeder Phase oder monatlich oder zweimonatlich eingestellt hat, wird es halt dann verteilt. Und genau dasselbe Prinzip gibt es auch bei den Subunternehmern, also diesen Haken. Ja. Und wenn man eine Übersicht sehen möchte, wo der Haken gesetzt ist, wo nicht und wie überhaupt der Zahlplan aussieht, da gibt es jetzt die Möglichkeit unter Büro-Zahlpläne, hier diesen Report nicht gepflegte Zeiträume zu sehen. Wir hatten so einen ähnlichen Report. Wir hatten so einen ähnlichen Report schon einmal. Der war aber von der Performance sehr schlecht und wir haben jetzt den komplett überarbeitet. Und in diesem Report wird jetzt aufgeführt, bei welchem Vertrag welche Zahlplanberechnungsmethode vorhanden ist
also Ende jeder Phase, und der Haken ist gesetzt. Und man sieht, wie viel laufende Leistungen existieren und wie viel davon ohne Zeiträume sind oder veraltete Zeiträume haben. Und diese hier sollte es möglichst null sein, wenn man diesen automatischen Zahlplan verwendet. Gibt es dazu Fragen? Nicht. Gut, dann gehen wir mal ins Projekt zurück. So, wo war das Projekt? Hier. Wenn man jetzt hier eine Rechnung schreibt, dann gibt es die Möglichkeit, dass die dass man jetzt hier die Anhänge auch sortieren kann. Ich hatte ja schon eingangs erwähnt, dass es die Anforderung gibt, diese ganzen Anhänge kompakter zu gestalten. Da werden wir uns Gedanken machen. Das wird aber nicht schnell gehen. Aber was man jetzt zumindest machen kann, ist, dass man hier die Reihenfolge ändern kann. Gut, dann springe ich nochmal zur Liquidität. Benedikt, kurze Frage dazu. Kann man das grundsätzlich pro Projekt einstellen, dass wenn man das einmal ändert, dass das immer gleich bleibt, oder muss man das bei jeder Rechnung wieder neu sortieren? Das ist ein guter Hinweis. Können wir gerne, kann ich nochmal schauen. Du meinst, dass wenn man die nächste Rechnung in diesem selben Projekt schreibt, dass er dann quasi selber Reihenfolge nimmt oder über alle Projekte? Nee, also ich würde das schon projektweise machen, aber wenn ich habe das zum Beispiel oft, wir haben ja sehr, sehr viele Anhänger, weil wir viel als Generalplaner arbeiten, und bei bestimmten Sachen blende ich die einfach alle aus und nehme bloß noch Leistungsstand und Zahlung mit rein, weil die Bauherren gesagt haben, braucht man nicht, in jeder Rechnung reicht uns. Und dann wäre es schön, wenn man einerseits diese Sortierung beibehalten könnte innerhalb des Projektes und Projo sich aber auch merken würde, oder vorschlagen würde bei der nächsten Rechnung, dass die, die bei der letzten Rechnung ausgeblendet waren, dass sie nicht ausgedruckt werden, dass die auch so bleiben. Ich muss ja, so das jedes Mal ja teilweise. Genau, so, das ist okay, ja jetzt schon. Und das mit der Sortierung glaube ich noch nicht, aber das können wir gerne machen. Ich kann ja jetzt mal hier, passt alles nicht, aber ich stelle jetzt einfach mal hier die nächste Rechnung. Und jetzt sollte eigentlich, dass der Anhang ausgeblendet bleiben. Ja. Nee, ich glaube, das ist die Standardreihenfolge. Ach doch. Hast recht. Sehr gut. Ja. Ist schon umgesetzt. Genau, das ist tatsächlich so, wenn man es einmal auf nicht ausdrucken, bleibt das. Also das ist dann in der nächsten Rechnung auch wieder so. Was ich aber gemerkt habe, mich ja sehr gefreut und konnte mein Zeitjournal nach unten setzen, aber das ist dann, wenn ich das hinter dem Leistungsstand nach Teilleistung habe, was Querformat ist, setzt er mir das Zeitjournal auch als Querformat rein, und das habe ich auch in der PDF-Bearbeitung, kann ich das nicht mehr bearbeiten, also es sieht dann halt mit unserer Signatur, sieht das dann vollkommen blöd aus. Nee, das geht natürlich nicht. Mhm. Kannst du da vielleicht einen Kenny-Bug erstellen? Ich schreibe es mir trotzdem auf. Mache ich. Ja, gut. So, dann komme ich hier nochmal zur Liquiditätsplanung. Hier gibt es jetzt die Möglichkeit, die Summe zu sehen. Ganz rechts, wenn man nach ganz rechts scrollt, sieht man alles das, was hinzukommen wird. Hoffentlich im Jahr oder je nachdem, wie man es eingestellt hat, also die nächsten 12 Monate, und alles, was abgehen wird, davon die Subunternehmerkosten. Und dann sieht man hier nochmal die Differenz zwischen beiden und die Differenz zwischen den beiden plus den Anfangskontostand. So, und Benedikt, dazu gerade, die Summe ist jetzt bezogen auf welchen Zeitraum? Entschuldigung. Also wir haben ja zwei verschiedene Liquiditätsplanungen. Die Standardliquiditätsplanung beginnt quasi im aktuellen Monat, und ihr nutzt ja diejenigen, wo man noch mal ein paar Monate zurückgeben kann.
Und in eurem, und es werden jeweils alle diese Monate aufsummiert. Also in eurem Fall, wenn man ein paar Monate zurückgeht, die Summen der Monate davor, das müssen dann die echten gebuchten Kosten und Zugänge gewesen sein und dann die zukünftigen, die werden aufsummiert. Ja, ich würde das gerne eben tatsächlich auf einen Zeitraum begrenzen wollen, also bis entweder ein Geschäftsjahr oder sonst irgendwas, dass das nicht einfach immer jeden Monat eine andere Zahl anzeigt, dann ist es ja auch nicht so, ist ja unklar, was das die Zahl dann bedeutet, wenn sie nicht auf irgendwas bezogen ist. Ah ja. Also wir haben ja eine Planung, die läuft ja, die hört ja nicht auf, die läuft ja praktisch sozusagen jahrelang weiter. Das muss ja dann irgendwo begrenzt sein. Es muss irgendein Datum geben, sonst hilft mir das nicht so wirklich. Können wir ja nochmal, schreibe ich mir auf, können wir nochmal genau besprechen, wie wir es machen sollten. So, und jetzt komme ich zum Schluss noch zu den teilfertigen Leistungen, die ja jetzt wieder anstehen. Und wir haben ja da einen ersten Entwurf gemacht und wollten da jetzt eigentlich gar nicht so stark in die Tiefe noch weitergehen. Aber eine Kleinigkeit mussten wir machen. Und zwar, ich springe mal hier fürs Jahr 21, das wollten wir auch noch ändern. Also wenn ein Vertrag hier gar nicht reinpasst, weil das ein ganz alter Vertrag ist, der vielleicht vor Projo schon als eine Migrationsleiche quasi ist, dann hat man hier die Möglichkeit, den rauszunehmen. Und wenn man den hier rausnimmt, dann ist er hier weg, aber man kann wieder in den Vertrag reingehen und dort den Haken wieder rückgängig machen. Ja. Gut. So, jetzt bin ich durchgerauscht. Jetzt haben wir noch 10 Minuten bis 10 Uhr. Ich würde jetzt gerne ganz kurz die Gelegenheit nutzen, um nochmal über die Projo Summer Summit zu reden. Und zwar wollen wir ja gerne im Sommer am 8. Juli so eine Projo-Konferenz machen. Und was ich mir so vorstelle, ist, dass es also langfristig eine jährliche Veranstaltung wird, was quasi so der Branchentreff für Leute wird, die sich um Büroorganisationen von Planungsbüros kümmern. Also das, was wir jetzt hier in einer kleinen Runde machen, kann ich mir gut vorstellen, dass man das einmal pro Jahr dann in einer großen Runde macht. Wer weiß, wie lange wir überhaupt dieses Format der User Group fortführen können. Also aktuell finde ich es noch ein sehr gutes Format. Es hilft uns sehr, Feedback zu bekommen. Aber langfristig kann ich mir vorstellen, dass auch diese Konferenz wichtig wird für uns. Und wir würden gerne gleich euch mal ganz kurz so abfragen, was so eure Meinung dazu ist. Was wir uns so vorstellen, ist halt, dass wir an diesem Freitag, dem 8. Juli, das machen hier in Berlin, haben wir ja schon durchgegeben, dass wir auch nicht das den ganzen Tag machen, damit ihr nicht irgendwie am Vortag erst schon anreisen müsst, sondern dass man vielleicht ist, die Berliner können am Vormittag noch arbeiten, dass man es also ab Mittag, nachmittags macht. Abends hat man dann so ein Get-Together, dass wir es auch kostenfrei machen. Und ja, dass vielleicht in Summe 50 Leute kommen. So, und was könnten wir uns vorstellen? Das, was jetzt gleich die Birgit macht, das ist, glaube ich, ein ganz gutes Format, dass also nochmal Kunden vorstellen, nicht nur ihr Büro, sondern auch, wie sie mit Projo arbeiten. Das könnte ganz interessant sein. Auch Diskussionen zur Weiterentwicklung. Das, was wir jetzt hier eben auch schon gemacht haben, so ein bisschen Brainstorming, in welche Richtung soll es eigentlich gehen. Vielleicht dann nicht nur über kleine Features, sondern über langfristige Themen könnte man diskutieren. Dass vielleicht auch Breakout-Sessions, wo quasi eine Kleingruppe über Personal redet, eine Kleingruppe über Controlling, über Hawaii Quo Vadis, hatte der Arne es neulich hübsch genannt, wo läuft die Hawaii hin. Man kann auch wirklich pro unabhängige Themen bereden.
sowas wie New Work, also wie verändert sich, sollte sich eine Firmenkultur verändern, damit man als Arbeitgeber attraktiv bleibt und so weiter. Und was ich jetzt mal gerne machen würde, wäre mal so ein Stimmungsbild abzufragen von euch. Und zwar am besten erstmal nicht, dass sich jetzt jeder meldet, sondern wir haben ja hier eine Chat-Funktion. Und ich würde es ganz gut finden, wenn jetzt jeder mal eine Minute sich Zeit nimmt und mal kurz aufschreibt, in den Chat reinschreibt, was er sich so vorstellt. Also was ihn interessieren könnte, was ihn interessieren würde. Ja, wollen wir es einfach mal machen? Einfach anfangen, Chat bei Zoom findet ihr und welche Themen würden euch interessieren, welche Formate würden euch interessieren? Ihr könnt gerne mehrere Sachen schreiben. Welche Erwartungen? Welche Erwartungen ihr habt, genau. Und nicht direkt an mich, sondern gleich an alle schicken, bitte. Ah ja, jetzt kommt schon das erste. Nutzung von Projo in kleinen Büros, 5 bis 7 Mitarbeiter. Das ist schon gut, dass man so verschiedene Cluster hat, ne? Dass die kleinen Büros sich austauschen können, dass die großen Büros sich austauschen können. Welche Tools, Funktionen können typische Aufgabenfrist sein? Ah ja, die Tools-Diskussion, die waren auch immer sehr hilfreich bei uns in den letzten Monaten, das stimmt. Austausch. Idee finde ich gut. Kundentreffen, die man bisher nur virtuell kennt. Ja. Breakout-Rooms, also Kleingruppen, ja, das finde ich auch sehr gut. Tools, Vernetzung mit anderen Büros, Austausch über Workflow. Am interessantesten wäre für mich, von Kollegen Wege oder Kniffe bei der Nutzung verschiedener Features zu diskutieren. Sehr gut. Also. Ah ja, Johannes braucht noch keine zusätzliche Veranstaltung. Auch wichtiges Feedback. Systematiken in allen Registern angleichen. Martin hat schöne Worte. Infos über im Büro verwendete Software. Best Practices. Strategieentwicklung zur vollumfänglichen Anwendung. Diffusion von Software im Unternehmen. Ja. Gut. So, wenn so alle durch sind, würde mich jetzt noch eine letzte Frage interessieren, wenn ihr jetzt einfach mal so aus dem Bauch heraus schreiben würdet, wie viele Leute aus eurem Büro überhaupt nach Berlin kommen würden. Also würde entweder keiner kommen oder 2 Leute kommen oder 1 Person kommen oder 3. Vielleicht schreibt ihr einfach nur mal ganz kurz die Zahl rein. Damit wir so eine ganz große, ganz grobe Orientierung haben. Gut. Müssen jetzt auch nicht übertreiben. Alles klar. Dann danke ich euch schon mal sehr. Wer noch was schreiben möchte, schreibt gerne bitte. Ich danke euch schon mal sehr für das Feedback. So, und jetzt ist es 9.56 Uhr. Wollen wir sagen 10.05 Uhr? Oder ist das zu großzügig? Nee, 10.05 Uhr freue ich mich sehr, wenn dann Birgit und Arne
über CANplus reden. Dann bis 10.05 Uhr machen wir jetzt Pause. Bis 10.05 Uhr. Bis gleich.
So, die Reihen füllen sich schon wieder. Ja, es ist 10.05 Uhr und es sind fast alle wieder da. Wunderbar. Und das Wichtigste, Birgit ist auch schon da. Hallo. Genau. Ja, ich freue mich sehr, Birgit, dass du heute uns zur Verfügung stehst für unsere Fragen und natürlich auch die Fragen der User Group insgesamt. Kaden Plus ist ja irgendwie einerseits ein Jungro und andererseits ein Name, den man kennt. Und ich verbinde zumindest euer Buch sofort Holzbau. Und ihr wart ja auch schon auf unserer Fünfjahresfeier im vergangenen Jahr. Und da habe ich auch schon gemerkt, dass es da ein großes Interesse gab, nicht nur von mir selber, sondern auch von anderen Projo-Kunden an eurem Themenfeld. Und deswegen freue ich mich besonders, dass ihr, obwohl ihr jetzt erst so kurz bei Projo dabei seid, nämlich seit Jahresanfang, bereit seid, uns hier Rede und Antwort zu stellen. Also herzlich willkommen, Birgit. Und Birgit Pfisterer, um dich vielleicht auch nochmal mit vollem Namen zu nennen, genau, von Kaden Plus. Und ich würde mich freuen, wenn du erstmal selber vielleicht ein paar Worte zu eurem Büro sagen kannst, vielleicht auch mal eure Webseite hier teilen, weil ich habe gesehen, da gibt es schon gleich eine schöne neue Webseite, die ihr habt, die mir sehr gefallen hat. Aber mach es, wie du es für richtig hältst und euer Büro einmal kurz vorzustellen und dich selbst natürlich auch. Ja, also meinen Namen hast du ja schon gesagt, ne? Also ich bin Birgit und ich bin nicht ganz alleine hier. Also hinter dem Codenamen KP05 verbirgt sich Roland Busch. Bei Kaden und Lager waren wir noch Kollegen, jetzt ist Roland mein Chef. Also ein kleiner Teil der Entwicklung. Also ich bin zu Kaden und Lager gekommen, das war vor ziemlich genau 4 Jahren. Und vor etwa 2 Jahren hatten wir den ersten Kontakt. Das war also mit Projo. Da hat Benedikt bei uns angerufen, hat Projo kurz vorgestellt und hat gefragt, mit wem er denn über diese wundervolle neue Software sprechen könnte. Und da bin ich gleich in die Bresche gesprungen, habe gesagt, ja, mit mir natürlich. Und daraus ist dann erstmal zunehmendes Interesse entstanden eigentlich und ja, umsetzen. Die Zusammenarbeit konnten wir erst jetzt, aber wir profitieren jetzt schon davon. Und das so ein bisschen zur Historie mit Projo und zu dem Büro. Ja, also Kaden und Lager existierte ja oder existiert eigentlich immer noch. Das hat aber organisatorische Gründe, Gewährleistungspflichten etc. und auch Projekte, die dort noch bearbeitet werden. Kaden und Lager wurde gegründet 2014 und in der Entwicklung haben sich die beiden Geschäftsführer dann doch etwas in unterschiedliche Richtungen orientiert und haben sich jetzt entschlossen, neue Wege zu gehen und eben jeweils eine eigene Gesellschaft zu gründen zum Jahreswechsel. Und daraus ist jetzt das Team Kaden Plus entstanden, also eigentlich ja vielleicht, ich will nicht sagen die Essenz, aber die Kurzform. Weiterentwicklung, Plus, genau, sagt doch schon alles. Weiterentwicklung, ja, das Plus ist auch tatsächlich so gedacht, dass also zu dem Namen, den man kennt, Tom Kaden, verbirgt sich hinter Kaden, dass zu Kaden einfach auch noch das ein oder andere Plus kommt. Im Moment ist das als Partner Roland, aber natürlich ist das Team auch als Plus zu betrachten. Und die lange Geschichte von Tom Kaden, Kaden und Lager und jetzt eben auch Kaden Plus, ist die des Holzbaus. Also nach wie vor machen wir ausschließlich Holzbau, Holzhybridbauten und sind dadurch natürlich auch bekannt geworden. Vorhin wurde das erste Holzhochhaus in Deutschland erwähnt. Das sieht man auch auf unserer Webseite als Referenz. Mit dem neuen Büro bearbeiten wir auch schon neue Projekte, die man noch nicht als solche sieht, weil sie eben noch ganz am Anfang sich bewegen. Aber ja, also der Weg des Holzbaus ist nach wie vor der unsere und
der ist auch nach wie vor spannend. Auch wenn sich da jetzt immer mehr und mehr Kollegen dazugesellen, was wir natürlich gut finden. Das belebt die Szene und ja, wir finden es nach wie vor spannend und finden es auch spannend, da mit Kollegen zusammenzuarbeiten. Kannst du über das erste Holzhochhaus vielleicht noch etwas mehr erzählen, wo es steht? Ja, ein paar Eckdaten. Die meisten werden es vielleicht kennen, aber vielleicht nicht alle. Also das Holzhochhaus befindet sich auf dem, jetzt ist die Bundesgartenschau dort nicht mehr, aber war das Bundesgartenschaugelände in Heilbronn. Fertiggestellt wurde das Holzhochhaus 2019, direkt zur Eröffnung der Buga. Und Hochhaus deshalb, weil es 34 Meter Höhe hat, 10 Geschosse. Und das war bis dahin eigentlich, ja genau, das ist jetzt das Projekt auf unserer Website. Das war bis dahin in Deutschland zumindest noch nicht möglich. Also Kaden und Lager bzw. Kaden Klingbeil damals haben die ersten höheren Gebäude in Holz in Berlin, ich glaube 2008 gebaut, das war die E3, damit ist das Büro bekannt geworden und auch die C13, also Esmarchstraße 3 in Berlin, Prenzlauer Berg und auch die C13, Christburger Straße 13 ist ebenfalls in Prenzlauer Berg. Für die Berliner, die es noch nicht können, die können da vorbeigehen, sich das angucken. Genau. Und die sind eben 5 bis 7 Geschosse hoch. Und erreichen aber die Hochhausgrenze nicht. Und das Gaio ist jetzt das Erste, das eben drüber ist. Ja, ja. Also ich habe euer Büro auch von eurem Büro tatsächlich auch das erste Mal gehört oder von einem Vorgängerbüro bei den Wohngeschossbauten in Berlin, ja, die eben die ersten waren, meine ich, auch in Berlin in der Höhe, in Blockbebauung letztendlich, die aus Holz waren. Das ist richtig, ne? Das sind die genau. Beiden, die du eben zitiert hast. Ja. Ja, also da habt ihr auf jeden Fall Pionierarbeit geleistet. Ich weiß, dass das damals hier sehr viel Aufsehen erregt hat, weil einem immer erklärt wurde, das ginge nicht. Das ist so die herrschende Meinung, die man, wenn man so in die Bauindustrie reinhorcht, gelehrt bekommt. Und ihr habt das Gegenteil bewiesen. Das heißt also auf jeden Fall Pionierarbeit geleistet und das ihr entsprechend ja auch veröffentlicht und habt damit auch Nachahmer gefunden. Kannst du vielleicht in ein, zwei Sätzen sagen, wie so diese ersten Projekte gelaufen sind? Ich weiß, du warst da teilweise noch nicht dabei, wenn ich es richtig weiß. Ja, aber, das ist richtig. Also was ich aber weiß und was sich auch in heutigen Projekten bewahrheitet, also das wäre nicht möglich gewesen ohne, also die E3, das ist mit einer Baugruppe realisiert, also sehr überzeugten Bauherren oder dieser Baugruppe und die C13, das ist eine Stiftung, auch die waren sehr überzeugt davon, dass sie eben den Holzbau wollten und die sind da in langen Prozessen einfach dieser Vision treu geblieben und mit uns da durchgegangen oder mit dem Büro da durchgegangen. Und ja, also ich glaube zu der Zeit eben noch mehr, du hast gesagt Pionierarbeit, also da waren auch die Bauherren Pioniere. Und also jetzt wird das so ein bisschen populär und Nachhaltigkeit wird immer mehr zum salonfähigen Thema oder was man, worüber man gerne spricht und man schmückt sich auch gerne mit Holzbauprojekten. Das ist dann so ein bisschen die Entwicklung in eine andere Richtung, dass man von Holzbau spricht, wenn man eine Holzfassade vorhängt. Ja? Also das haben wir auch schon erfahren, aber unsere Projekte sind eben so, dass sie konstruktiv weitgehend aus Holz gebaut sind, also die Konstruktion ist aus Holz. Die tragenden Bauteile aus Holz sind. Richtig. Genau. Nun hattet ihr zu dem Zeitpunkt noch keinen Projo. Ich vermute mal, das war vielleicht auch ganz gut bei so einem Pionierprojekt, da nicht die Zahlen zu sehen. Ich vermute, bei so einem Projekt kann man nicht auf die Zahlen schauen, wenn man das erste Mal macht. Oder habt ihr eine so lange Geschichte im Holzbau, dass das für euch von vornherein klar war, dass das funktionieren würde und dass ihr das auch durchkriegt bei den Behörden? Weil ich glaube, man muss ja nicht nur bei den Bauherren Überzeugungsarbeit leisten, sondern vor allem bei den Behörden, Zulassungsstellen etc. pp. Ja, also da müsste jetzt tatsächlich der Tom Kahn oder Roland Busch antworten. Also Roland ist schon ganz, ganz lang in Zusammenarbeit mit Tom Kahn an den Projekten tätig. Also
Ich weiß, die Prozesse waren sehr lang, viel Überzeugungsarbeit notwendig. Jetzt muss ich mal nachdenken. Wir hatten für die C13, glaube ich, auch ein Holzbauunternehmen aus Österreich zum Beispiel. Oasis, also wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten würde mich Roland jetzt sicherlich gerne korrigieren. Also bitte ich darum. Aber dort ist eben auch schon länger eine ganz andere Erfahrung mit dem Material im Bau vorhanden. Und also inwieweit die da noch unterstützt haben, das kann ich jetzt tatsächlich nicht beantworten. Aber genau, das ist die C13. Ja, also bei den Behörden, denke ich, da waren schon auch beherzte Leute als Ansprechpartner erforderlich, ja. Also schön, dass du das gerade nochmal einblendest, Benedikt. Wenn ich das richtig im Kopf habe, ist es hier, dass ihr quasi auch über diesen offenen Treppenraum, der dann ja quasi so die Qualität eines Sicherheitstreppenraumes auch erreicht, durch die komplette ja, Offenheit, da sage ich mal, Kompensation geleistet habt für das ein oder andere, was nicht, sag ich mal, dann eben den Vorschriften der Bauordnung Berlin entsprach. Ja, also diesen Abstand oder diese Lücke einfach zu füllen mit dem Treppenhaus, das Treppenhaus gleichzeitig nach außen zu verlagern, und das ist offensichtlich auch ein Gebäudeteil, der eben nicht aus Holz ist, sondern daher auch der Begriff Hybridbau. Also es werden beide Stoffe genutzt, also sowohl Beton als auch Holz. Aber da eben das Treppenhaus, das ist bei der E3 auch so, daran erkennt man unsere Gebäude auch ganz gut, dass eben die sitzen in Baulücken und der Abstand zum Nachbargebäude auf der einen Seite ist eben durch das Treppenhaus gefüllt. Mhm. Ja, also ich finde das ein tolles Konzept, fand es schon beeindruckend, als es auf den Markt kam von euch. Und ja, die Gebäude sind dadurch natürlich auch sehr individuell und trotzdem fügen sie sich eher in die Blockränder ein. Also finde ich persönlich einfach einen tollen Beitrag zur Architekturdiskussion unserer Stadt und eben jetzt inzwischen schon längst nicht mehr nur unserer Stadt, den ihr da geleistet habt. Also erstmal von meiner Seite da Hut ab. Du hattest vorhin auch erwähnt, dass ihr auch gerne mit Kollegen zusammenarbeitet. Da könnte ich mir vorstellen, dass es hier aus dem Kreis durchaus auch Interesse geht. Wie war das zu verstehen? Also zum einen sind wir unter anderem auch bei Forschungsprojekten, also aktuell nicht tätig, aber bisher haben wir uns in der Forschung auch betätigt und dort einen regen Austausch mit Kollegen, also aus der Architektur, Ingenieurbereich etc. gehabt. Das ist immer spannend. Und also wir arbeiten oftmals, jetzt in den letzten Jahren haben wir das öfter in den Verträgen so konzipiert, dass wir Leistungsphasen, also spätere Leistungsphasen gerne an Kollegen abgeben, wenn das Projekt nicht in Berlin ist. Also zum Beispiel in München haben wir einen Anteil an der ökologischen Mustersiedlung, das ist das Projekt PE16B. Das waren mehrere Baufelder, die zusammen eben die ökologische Mustersiedlung ergeben. Und da wir selber kein Büro vor Ort haben und uns zu der Zeit auch nicht nach München begeben wollten mit einem Baustellenbüro oder wie auch immer, einen Zweitsitz, haben wir uns dort mit einem Partner vor Ort zusammengetan, der dann ab der Leistungsphase 6 war dann so ein weicher Übergang. Also wir haben dann noch teilweise dort Leistungen in der 6 gemacht, aber das wurde dann von Ernst Quadrat übernommen. Zum Beispiel, wir haben jetzt neu das erste Projekt außerhalb von Deutschland. Das ist in Luxemburg, SEO heißt das, ist ein Verwaltungsgebäude. Und auch dort werden wir uns mit einem lokalen Partner verstärken. Mhm. Also im Moment, das weiß ich dann, also Architekten sehen sich ja meistens in den frühen Leistungsphasen als eben die Gestalter und Entwerfer. Ich weiß nicht, wie interessant das für die Kollegen, die jetzt hier gerade mit dabei sind, eine Zusammenarbeit auch in späteren Leistungsphasen ist. Aber das ist für uns ein sehr interessantes Modell geworden, wenn es eben um Projekte außerhalb von Berlin geht. Ja. Mhm. Durch die spezielle Bautechnik, die ihr schwerpunktmäßig anwendet,
habt ihr ja wahrscheinlich auch einen relativ beschränkten oder festen Kreis an Fachplanern, mit denen ihr arbeitet, vermute ich. Also ich denke mal gerade im Bereich Brandschutzplanung und Tragwerksplanung, dass da nicht sofort jeder Fachkollege nahtlos mit euch zusammenarbeiten kann oder möchte. Wie ist da deine Erfahrung? Ja, wir haben so 2-3 Firmen, mit denen wir, also die wir eigentlich immer wieder. Erstaunlicherweise sind bei den Kollegen die Bücher immer voll. Von daher ist es manchmal gar nicht so einfach, den Partner, den man haben möchte, zu kriegen. Also wir haben da immer so 2-3 Kollegen, die wir gerne anfragen, mit denen wir auch schon Erfahrung haben oder von denen wir wissen, sie sind affin oder erfahren im Holzbau. Wenn wir Vorschläge machen können, das sind die Bauherren gar nicht so abgeneigt. Also die lassen sich da auch ganz gerne beraten in der Wahl des Fachplaners. Aber manchmal ist es auch so, dass die Bauherren schon Fachplaner haben. Oder bei dem Luxemburger Projekt ist es so, das wird öffentlich ausgeschrieben. Da wissen wir noch gar nicht, mit wem wir das Vergnügen haben werden. Also das ist eine bunte Mischung, aber wenn wir die Wahl haben, ja, sind das eigentlich immer so 2-3, mit denen wir halt sehr, sehr lange schon uns auch weiterentwickelt haben, gemeinsam auch Konzepte entwickelt haben. Also es sind ja auch Ingenieurbüros hier im Raum. Also wer Interesse hat. Du möchtest, dass ich die nenne? Im Bereich Holzbau, da habt ihr auf jeden Fall, denke ich, einen guten Ansprechpartner, wenn ihr euch da mit Karten Plus vernetzt. Kann ich, glaube ich, nur empfehlen. Grundsätzlich, sagtest du ja vorhin, vor ungefähr 2 Jahren bist du das erste Mal mit uns, also hier mit Benedikt genauer gesagt, mit Projo in Kontakt gekommen. Habt jetzt sozusagen die Umfirmierung genutzt, um Projo auch bei euch einzuführen, wenn ich es richtig verstanden habe. Vorher war das, standen andere Themen auf dem Zettel. Das ist ja ganz schön viel auf einmal, was ihr euch da vorgenommen habt, sozusagen eine neue Firmenstruktur und eben auch gleich noch eine neue Software, die die Firmenstruktur abbildet. Hat sich das bewährt? Würdest du das wieder alles gleichzeitig machen oder ist das eine gute Gelegenheit gewesen? Ja. Also ich glaube, die Gelegenheit war günstig, weiß ich jetzt nicht. Also es war die richtige Gelegenheit, es war ein guter Zeitpunkt. Also ich war die erste Kontaktstelle bei Kaden und Lager damals für Benedikt und Benedikt kam dann auch zu uns, hat Projo vorgestellt. Das kam auch gut an, aber die innere Hürde war ein bisschen groß, weil Projo ja monatlich einfach Kosten verursacht. Und das haben wir uns nicht so richtig getraut in dem Moment. Aber rückblickend hätte uns ein früherer Einstieg bei Projo, denke ich, sehr vieles erspart, sehr vieles vereinfacht. Also da gibt es in Architektenkreisen, also das werden die Kollegen kennen, also die meisten Architekten, die haben Zahlen nicht so gern. Und da braucht es dann immer so 1-2, die sich mit der Zahlenthematik beschäftigen. Das sind auch bei Kaden und Lager schon ganz viel Roland und ich gewesen. Hatten aber zum Zeitpunkt vor 2 Jahren eben nicht so die Überzeugungs- oder Durchschlagskraft, um Projo tatsächlich einzuführen. Und jetzt haben wir halt gesagt, wir machen das. Und war ein guter Zeitpunkt. Wir haben uns aber natürlich, wie du sagst, sehr viel aufgeladen, weil wir Projekte im laufenden Prozess, also mitten in den Leistungsphasen, eben zum Stichtag 31.12. von einer früheren Software, unterm Strich war das, in Projo übertragen haben. Und wir haben uns nicht wirklich vorstellen können oder es war uns einfach nicht klar, was dadurch für Hürden entstehen oder was für Problematiken entstehen. Viele Gedanken, die wir uns vorher nicht gemacht hatten, die kamen dann gezwungenermaßen, als wir jetzt zum ersten Mal Rechnungen stellen wollten im Januar. Und also wie stellt man eine Rechnung für ein Projekt in der Leistungsphase 3, das zum Teil schon von einer anderen Firma abgerechnet wurde, also zum Beispiel. Und wie mache ich das einem Kunden deutlich? Also wie stelle ich das auf einer Rechnung dar?
Und überhaupt, also wie trennt man Projekte von einem Leistungszeitpunkt? Also wie splittet man das sauber auf? Wie bildet man das ab? Was ist der geschickte Weg? Und da haben wir also mit den Möglichkeiten, die Proio bietet, und das sind ja unendlich viele. Ich habe mir die noch bei weitem nicht alle erschlossen, aber wir sind da einfach tatsächlich rauf und runter geturnt, haben ganz viele Versuche gemacht, und manche Angebote, manche Verträge habe ich wahrscheinlich 10-mal aufgesetzt, bis ich an der Stelle war, wo ich gedacht habe oder wo wir gedacht haben, so könnte es funktionieren. Mhm. Also vielleicht nochmal in einem Satz, ja, die Entscheidung war total richtig. Sie war zum einem geschickten Zeitpunkt, obwohl der ganz, ganz viel Probleme oder Hürden, unvorhergesehene Hürden mit sich brachte. Ja. Also da haben ja auch bei uns hier teilweise die Köpfe geraucht mit euren Anforderungen, die ihr durch diese Splittung hattet. Ich erinnere mich da auch an eine Session, die wir hatten, ja, wo wir hin und her überlegt haben, wie das jetzt überhaupt juristisch ist oder buchhalterisch und wie man es dann auch korrekt abbildet. Das sind ja zwei Paar Schuhe, die man durchdringen muss. Erstmal, was ist jetzt überhaupt der richtige Ansatz von der Buchhaltung her? Und zweitens, wie bildet es man in Proio denn ab? Jetzt seid ihr ja seit 1. Januar dabei, also erst wenige Wochen. Ihr seid da ziemlich schnell ins Laufen gegangen, wie übrigens andere Gesichter, die ich hier sehe, auch, die auch ähnlich gut vorangekommen sind und da schnell eingestiegen sind, was mich sehr freut. Welche Module nutzt ihr denn jetzt schwerpunktmäßig und wo würdest du sagen, so als jetzt frischer Kunde, frisches Büro auch noch dazu, wo liegen bei euch die größten Vorteile, weil du meintest ja vorhin eingangs, was mich natürlich gefreut hat zu hören, es war eine gute Entscheidung und ihr hättet es auch früher haben müssen. Wo würdest du denn sagen, wo liegen für euch die größten Vorteile, dass ihr jetzt ja, also Zahlen habt? Das ist lustig, weil wir hatten gestern unsere Session mit Thorsten, der uns von Proio regelmäßig betreut, also nach wie vor, also wir fangen gerade an zu laufen und da bin ich auch sehr froh, dass das recht engmaschig ist. Und also ich habe gesagt, ich freue mich oder wir gucken ganz viel in die Liquiditätsplanung. Und Thorsten meinte, das ist eigentlich ein Feature, das verhältnismäßig wenig genutzt wird. Und darüber bin ich sehr erstaunt, weil für uns ist es gerade jetzt am Anfang einer neuen Gesellschaft. Also vielleicht ist es ja eher ein seltener Fall, so wie wir ihn jetzt haben. Aber gerade am Anfang einer Gesellschaft mit neuen Projekten oder auch Projekten, die übernommen werden aus einer vorhergehenden Gesellschaft, ist es wichtig, einfach vorausschauend planen zu können, zu gucken, wovon gehen wir denn aus, was kommt rein, können wir unsere Kosten decken, ab wann meinen wir realistischerweise, dass wir uns ein kleines Polster schaffen können, was jetzt zum Anfang einfach noch nicht so dick ist. Mhm. Und da ist die Vorausschau für uns ganz, ganz wesentlich. Also im ersten Monat jetzt Januar haben wir erstmal damit gekämpft, die Rechnungen so rauszukriegen, wie sie vom Kunden auch freigegeben werden. Da habe ich auch schon ganz schön geschwitzt. Ein, zwei Tage lang war ich unter Hochanspannung. Das Wichtigste für uns ist die Liquiditätsplanung. Das ist so, ja. Ja. Nee, Entschuldigung, mach nur was, sag nur. Ja, nee, also finde ich gut, weil wir das eigentlich auch für eine der Kernfunktion halten, na, dass eben sozusagen die ganzen Daten zusammenfließen. Ich sag mal, wie intensiv es jeder Kunde nutzt, hängt natürlich auch von den individuellen Anforderungen ab oder ob man noch andere Mechanismen hat, ältere, die eben weiter genutzt werden, um die Liquiditätsplanung zu machen. Aber wir versuchen eigentlich immer möglichst schnell alle Kunden dazu zu führen, das auch zu nutzen, weil es einfach sozusagen die Zusammenfassung aller Zahlen letztendlich ja darstellt, ne? Und auch das, was interessant ist, also eben die
Vorausschau. Na, man kann das natürlich für jedes einzelne Projekt machen. Jedes einzelne Projekt, der Tobias Hein von Graft hat das mal so schön gesagt auf einer unserer Roadshow-Termine. Bei einem Architekturbüro ist es natürlich wichtig, da ist sozusagen der Gewinn, hängt davon ab, wie die Wirtschaftlichkeit jedes einzelnen Projektes ist, weil wir eben ein projektgetriebenes Geschäft haben. Also jedes Projekt für sich muss erstmal die Anforderung haben, wirtschaftlich zu sein. Und wenn es das nicht ist, muss klar sein, woraus es sich finanziert. Also insofern ist natürlich das vorausschauende Controlling jedes einzelnen Projektes der Schlüssel einerseits. Auf der anderen Seite braucht man natürlich auch die Zusammenschau von allem. Und ich finde das immer toll, wenn Büros, die eben so kurz erst dabei seid, daher rührt auch Thorstens Einschätzung, wie ihr schon in der Liquiditätsplanung arbeiten könnt. Also das ist ehrlicherweise auch immer so ein bisschen unser Ziel innerhalb von ja, 4 bis 6 Wochen die Kunden so weit zu bringen, dass sie sozusagen den Gesamtzusammenhang nicht nur verstanden haben, sondern auch einsetzen können. Ja, dazu ist aber natürlich auch wichtig, das muss man auch berücksichtigen, denke ich, dass diese Zahlen natürlich sich auch noch entwickeln. Ne? Weil gerade am Anfang kann Projo natürlich noch nicht wissen, sozusagen, wie exakt eure Gemeinkosten sich zusammensetzen, weil die sich erst nach und nach einpflegen. Diesen Bereich nutzt ihr aber auch von Projo, dass ihr sozusagen eure Gemeinkosten eintragt und demnächst, würde ich sagen, weil noch ist es wahrscheinlich fast zu früh, die Gemeinkostenfaktoren dann auch nochmal exakt bestimmt. Also wir nutzen das auf jeden Fall. Also im Moment sind da natürlich Platzhalterzahlen. Also wir haben das nach bestem Wissen und Gewissen wahrscheinlich eher ein bisschen konservativ, also großzügig eingetragen, damit uns da nichts anbrennt und das dann einfach mal durchgemetert fürs ganze Jahr. Und demnächst werden wir von der Buchhaltung, also wir haben eine externe Buchhaltung auch, da erwarten wir eine Aufstellung der exakten Kosten zurück und dann würden wir die natürlich auch gerne einspeisen. Mhm. Aber also es gibt natürlich auch immer so Beträge, die quartalsweise abgerechnet werden. Also das sind dann diverse Versicherungen oder sowas. Und das wird wahrscheinlich noch eine Weile dauern, bis sich das ausbalanciert hat. Also das, denke ich, ist ein wichtiger Hinweis, ne? Dass man, dass diese Zahlen natürlich noch in Bewegung sind und die erstmal konservativ anzusetzen, ist auf jeden Fall natürlich der richtige Weg. Wichtig für das Controlling der Projekte ist ja letztendlich auch den Leistungsstand regelmäßig zu erfassen. Ihr seid jetzt kein ganz großes Büro. Du hast die Zahl, glaube ich, noch nicht genannt. Darf ich fragen, wie viele ihr jetzt insgesamt seid im Team? Also wir sind aktuell 13, aber also wir haben das Glück, dass wir uns demnächst verstärken dürfen. Also sukzessive werden jetzt erstmal 3 Leute Februar, März, April ist es tatsächlich, ja. Also pro Monat eine neue Person und dann sind wir schon wieder 16. Ja, okay. Und wie organisiert ihr das, sage ich mal, dass sozusagen in allen Projekten dann immer Aktualität herrscht? Also da kommt ja auch den Projektleitenden eine wichtige Aufgabe zu. Machst du das zusammen mit Roland schwerpunktmäßig sozusagen die Projekte zu controllen oder bindet ihr da auch weitere Personen, Projektleiter und so weiter ein und habt da regelmäßige Meetings oder wie läuft das bei euch aktuell? Also im Moment ist es so, dass Roland und ich da hauptsächlich reingucken und auch selber erstmal vertraut machen müssen und wollen. Und aber wir finden es gut, dass also Transparenz, das wurde vorhin schon angesprochen, dass man bei Projo ganz viel sehen kann, auch als Projektleiter. Das finden wir gut. Und wir regen auch immer wieder dazu an, sich wirklich Features anzuschauen, auszuprobieren, auch mal einen Urlaubsantrag zu stellen. Das sind jetzt nicht die Projektleiter, aber bei den Kollegen, dass die einfach mal was ausprobieren. Und das kann man ja dann auch alles wieder rückgängig machen, wenn es nur ein Versuch war, der dann nicht umgesetzt werden soll. Aber also wir regen die Kollegen im Moment an, sich mit dem Programm vertraut zu machen. Und ja, so sukzessive wollen wir dann auch die Projektleiter dahin bringen, dass sie ihre eigenen Rechnungen stellen und Zahlungspläne erstellen. Aber im Moment läuft das noch über Roland und mich. Also ich glaube, das ist jetzt auch ein sehr früher Zeitpunkt. Absolut, ja. Aber die erste Veranstaltung mit Thorsten hatten wir schon mit den Projektleitern, auch mit dem gesamten Team, eben um das mal so ein bisschen zu zeigen, näher zu bringen. Und ja, wird auch schon genutzt.
Haben außer euch beiden noch weitere Mitarbeitende Zugriff auf den Bürobereich, wenn auch in eingeschränkter Form, oder seid es aktuell erstmal nur ihr beide? Das ist natürlich Tom Kaden, der aber also weniger ins Detail hinabsteigt als Roland und ich. Und aber im Moment sind das wir drei, und dann haben wir drei Leute in der Projektleiterfunktion. Die haben wir auch gar nicht um Dinge beschnitten oder erweitert. Ich glaube, wir haben da die Grundeinstellung gelassen, so wie sie von Projo vorgesehen ist, weil uns die auch sehr sinnvoll erscheint. Und die anderen Kollegen sind einfach User, also Nutzer. Okay, gut. Also das heißt, aktuell liegt die Leitung da in der Hand der beiden Partner und dir. Und ja, ihr seid sozusagen die Projo Power User. Genau. Und die restlichen, gibt es einige, die eben zumindest ihre Projekte auch sehen können mit Stundenanzeige dann. Das ist ja die Standardeinstellung in Projo, nicht mit Beträgen, und die auf die Weise sich schon mal vertraut machen sollen, in der Hoffnung, dass sie euch dann perspektivisch auch gewisse Aufgaben abnehmen können, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse. Genau. Genau, also ja, das ist natürlich da so eine Typensache. Die einen interessieren sich mehr dafür und finden das ganz spannend, die anderen sind da eher vorsichtig. Also gestern kam einer der Projektleiter vorbei und war also super angetan von dieser Grafik, in der man eben die Wirtschaftlichkeit eines Projektes sieht. Also das ist, ich weiß nicht genau, wie es heißt, ich müsste da mal nachgucken, vielleicht auch nicht so wichtig, die anderen werden das besser wissen als ich, also diese kleine Grafik, Kosten und Einnahmen projektbezogen. Und dann einfach auch direkt mal zu testen, den Mitarbeiter in der Einsatzplanung rauszunehmen und zu sehen, wie das Polster dann wächst. Also im Grunde genommen diese Operation am offenen Herzen, dass man also sofort den Effekt sieht. Und da ist da jemand richtig fröhlich geworden. Also ich freue mich ja auch immer, wenn das funktioniert. Und ein guter Mitarbeiter. Ja, genau. Ja. Also ich habe da schon so Aha-Momente und auch wirklich, weiß nicht, der Thorsten kennt es schon, dass ich mitten in der Sitzung Juhu schreie, weil irgendwas funktioniert und es dann so ein kleines Erfolgserlebnis ist. Also mir macht das wirklich Freude. Könntest du denn anderen Projo-Neunutzern eine Empfehlung geben, was du vielleicht beim nächsten Mal anders machen würdest oder wo du sagst, das war genau richtig? Bestimmte Dinge in der Reihenfolge und auch in der Geschwindigkeit, wie ihr das jetzt gemacht habt, einzuführen? Also wenn ein Neueinsteiger sich in der gleichen Situation befände wie wir, dann würde ich, bevor ich überhaupt irgendetwas aufsetze, also wir haben ja ganz viele Daten migriert, dann würde ich die grundsätzliche Frage stellen wollen, möchte man Projekte, die bisher bearbeitet wurde, möchte man die so weiterführen oder setzt man einen neuen Vertrag, ein neues Projekt auf? Weil das waren bei uns ganz viele Versuche, die wir angestrengt haben, um dann dahin zu kommen, wirklich, wie es für uns Sinn macht. Und ich bin auch noch nicht sicher, ob das jetzt der Weisheit letzter Schluss ist. Also ich kann vielleicht sagen, wie wir es gelöst haben. Also für laufende Projekte, die jetzt beispielsweise in der Leistungsphase 3 von einer Hand in die andere übergegangen sind, haben wir jetzt also das laufende Projekt quasi migriert und haben ab dem 1.1. innerhalb des Projektes einen neuen Vertrag angelegt. Sodass quasi das Projekt als Gesamtzusammenhang noch besteht. Aber alles, was ab 1.1. jetzt mit der neuen Gesellschaft läuft, auch neu abgerechnet werden kann und quasi innerhalb des Projektes ein neuer Vertrag ist. Dadurch musste ich natürlich einen Start habt. Ja. Genau, dadurch musste ich natürlich Angebote, also ich habe es immer so gemacht, dass ich ein Angebot erstellt habe über die Leistung, die wir dann tatsächlich erbringen, in einen Vertrag übersetzt. Und das ist eben jetzt innerhalb des Projektes abgegrenzt von dem, was vorher passiert ist. Aber bis wir dahin kamen, also dass das wahrscheinlich die richtige Lösung ist, hat sehr, sehr lang, also haben wir einfach mehrere Versuche gebraucht. Da muss ich gestehen, dass ihr auch die ersten Kunden von uns wart, in dieser Situation waren. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch an anderer Stelle, wenn es Daten zu migrieren gibt, die Thematik, dass die Altdaten vielleicht nicht vollständig oder unsauber gepflegt sind oder
möchte ich auch nicht in Abrede stellen, es auch nicht bei jedem System gleichermaßen einfach gelingt, die Daten zu extrahieren. Die liegen da ja auch nicht offen auf der Straße rum, sondern die muss man suchen in einer riesigen Datenmenge eines Fremdprogramms häufig. Und also da kann es natürlich auch vorkommen, dass da Daten ja nicht eins zu eins übernommen werden können. Ja. Und deswegen fand ich den Ansatz, den ihr da jetzt gefunden habt, unter Umständen auch für andere Szenarien, wo es einfach nur darum geht, größere, ältere Datenbestände zu migrieren und dann aber sauber starten zu wollen, nicht schlecht. Na, also war für uns ehrlicherweise an der Stelle auch neu, dass eben ja eine neue Gesellschaft, ein neues Programm, Migration von Daten, aber trotzdem Migration von Daten. Ne? Also ich meine, klar, das Anfang von Null, das kennen wir natürlich, weil es auch Kunden gibt, die einfach gar kein Vorsystem hatten, die wir dann sozusagen ganz neu da onboarden. Aber in eurem Fall gab es Altdaten und trotzdem war es was Neues. Also es war schon eine spannende Kombination. Aber genau, ihr seid ja auch an anderer Stelle unverzagt Neues zu wagen, habe das an der Stelle jetzt auch gemacht. Und ja, mich würde natürlich interessieren, ob zu eurem Holzbauthema oder auch zu eurem schnellen Projo-Start jetzt aus der Runde hier noch Fragen an euch wären. Also ob jemand ähnliche Probleme hatte. Ich hatte Inga dich eben nicken sehen, als du Birgit von den neuen Projekten sprach. Kannst du dazu auch noch mal was sagen, was da deine Erfahrungen waren? Wahrscheinlich auch mit migrierten Projekten, vermute ich jetzt. Ja, ganz genau. Also die migrierten Projekte, die machen jetzt bei der Pflege, um starten zu können, wir sind auch seit eigentlich offiziell dann 1.1. wirklich an Bord. Der Dezember, der war so noch so ein bisschen zum Reinschnuppern und ab 1.1. machen wir ernst. Und ich habe zwischendurch mal irgendwie zu euch gesagt, boah, hätten wir den ganzen Alten einfach mal da gelassen und wir hätten einfach alles neu aufgesetzt. Ich bin mir da auch nicht so ganz sicher, welches der bessere Weg gewesen wäre oder ist. Jetzt, wenn ich neue Projekte wirklich anlege, dann denke ich, gestern hatte ich so ein Ding, das war ein sehr, sehr kompliziertes Konstrukt an Angebot und das habe ich bekommen von Kobold, habe ich in Kobold halt noch jetzt Ende des Jahres erstellt. Da habe ich mir wirklich einmal abgebrochen und gestern hatte ich es in einer halben Stunde dann bei Projo fertig und ich habe sofort eine Mail an meinen Chef geschrieben und da, yippie, das ist super. Das ist bei neuen Projekten, die man anlegt, dann wirklich toll. Es hakelt halt jetzt wirklich noch an den alten Projekten, dass da die Zahlen teilweise noch nicht so stimmen. Aber mit eurer Unterstützung, die ja wirklich großartig ist, hoffe ich, dass wir das jetzt auch zügig hinbekommen. Deswegen, also die Frage für zukünftige Büros, die zu euch kommen und wechseln von einem Altprogramm, wirklich die Frage stellen, macht es vielleicht Sinn, laufende Projekte noch im alten Programm zeitweise noch abzuwickeln und da in Projo nur neue einzurichten? Wäre vielleicht ein Weg und dann vielleicht mit die alten Projekte nur als ja, ohne Zeiterfassung mehr als Dummy da irgendwie laufen zu lassen, damit dann die Jahreszahlen quasi am Ende stimmen. Ich weiß es nicht. Ich bin da auch zwiegespalten. Manuela, du hast gerade den Kopf geschüttelt. Du siehst schon den Vorteil, alte Projekte auch noch mit drin zu haben. Sehe ich das richtig? Habe ich deinen Gesichtsausdruck richtig gedeutet? Ja, absolut, weil ich sehe halt auch, wie oft ich nach irgendwie gestern noch von einer Kollegin aus dem VGV-Bereich, die dann fragte, kannst du sehen tatsächlich bei einem ganz alten Projekt, wie viele Stunden da angefallen sind? Ich weiß gar nicht, wofür die das brauchten. Aber da sehe ich dann halt schon die Notwendigkeit, dass wir die alten Daten alle haben. Und das ist nicht das Einzige gewesen. Also es ist oft, dass ich irgendwie in den alten Zahlen rumwühle, in alten Jahren. Klar machen die irgendwie Arbeit, aber ich halte es schon für sinnvoll, dass möglichst viele Zahlen migriert werden, was auch nicht immer richtig ist, ne? Weil dann sind Mitarbeiter mittlerweile gar nicht mehr da, die haben wir nicht mit eingepflegt. Dann ist immer die Frage, also wir haben das dann einfach so gelöst, dass wir Projektmitarbeiter und Projektleiter angelegt haben mit Stundensätzen, ein bisschen allgemeiner. Natürlich kann man die nicht mehr richtig auswerten, das ist schon klar, aber so ein paar Zahlen braucht man schon noch.
Und, ja. Deswegen halte ich es schon für sinnvoll. Aber das muss jeder für sich wahrscheinlich entscheiden. Also Benedikt hat ja einen neuen Schalter heute auch vorgestellt, den es neuerdings gibt, der gerade auch bei migrierten Projekten, die weitergeführt helfen dürfte. Das ist dieser Schalter in den Zahlplänen. Ne? Also wenn man Projekte hat, die eben schon begonnen hatten in einem Altsystem und jetzt weitergeführt wurden, wo die ganzen Abrechnungsstände jeder einzelnen Leistung nicht bekannt sind aus der Vergangenheit. Also ich habe das jetzt schon an mehreren Stellen ausprobiert und die Anregung kam ja auch vom Andreas, der glaube ich auch hier noch in der Runde ist. Andreas Nies, wir hatten da vor einiger Zeit darüber gesprochen, die eben auch einen sehr, sehr großen Bestand an Altprojekten migriert haben und wo es einfach in der Liquiditätsplanung dann immer diese ganzen alten Projekte, die aber teilweise eben noch laufen, dazu geführt haben, dass die Liquiditätsplanung eben total verfälscht war. Und dafür haben wir jetzt diese Vereinfachung übernommen und ich prognostiziere mal, dass die selbst für viele neu beginnende oder laufende Projekte auch vielleicht der einfachere Weg ist. Die ist zwar etwas weniger genau, also das empfehle ich wirklich allen, sich das auch mal anzuschauen und im Vergleich diesen Schalter ein- und auszuschalten, der unten unter den Zahlplänen jetzt neuerdings vorhanden ist und sozusagen zu schauen, wie sich das unterschiedlich verhält, das Programm an der Stelle. Aber ich denke, dass das gerade für euch mit migrierten Projekten eine große Erleichterung ist. Der ist jetzt tatsächlich gerade erst letzte Woche, glaube ich, entstanden oder umgesetzt worden. Deswegen konnten wir ihn bei euren Onboardings teilweise auch noch nicht von vornherein einsetzen. Markus, ich glaube, ihr seid ja auch welche, die jetzt dieses Jahr neu gestartet haben. Markus Kunkel vom Büro Kunkel. Und genau, euch habe ich das, glaube ich, jetzt noch bei letzter Woche schon mitgeben können. Da war der wirklich taufrisch, der Schalter. Und ich kann, wie gesagt, nur allen empfehlen, hier in der Runde sich den anzuschauen, weil gerade beim Aufräumen von Altprojekten, die einem die Liquiditätsplanung verhageln, indem sie sie negativ verfälschen, hilft dieser Schalter ungemein. Ja, Birgit, also du siehst, du hast hier auch Leidensgenossen und Genossinnen in der Runde, die sozusagen auch das Problem haben, dass die Altdaten ja nicht immer optimal sind. Und ja, wie gesagt, ich hoffe, dass dieser neue Schalter an der Stelle Erleichterung verschafft, auch für euch, die ihr jetzt da neu gestartet seid oder gerade für euch. Ja, gibt es noch weitere Fragen, Anregungen aus der Runde an Birgit und das Holzbaubüro Karten Plus? Da geht ein Daumen hoch. Achso, das war. Genau. Ja, dann habe ich, wenn jetzt aktuell keine weiteren Fragen, Anregungen sind, dann habe ich noch eine abschließende Frage natürlich, was, da gibt es noch eine Nachricht, ist gerade gekommen. Vielen Dank für den Einblick. genau, das war vom Johannes, auch ein Büro, was relativ frisch dabei ist, aus Heidelberg. Grüße nach Heidelberg. Genau, ich hätte noch eine abschließende Frage, die mit der ich versuchen möchte, sozusagen euer Büro und euren Einstieg da nochmal allen nahe zu bringen. Ihr habt jetzt relativ viele Mitarbeiter, die das Programm sozusagen erstmal nur zum Arbeitszeitenbuchen verwenden. Habt ihr da das Problem, dass die, weil sie damit nur einen relativ kleinen Berührungspunkt mit ProJo haben, das Programm ja vielleicht manchmal vergessen? Oder wie stellt ihr das sicher, dass sozusagen trotzdem alle sich mit ProJo verbunden fühlen oder also verstehen, wofür das Programm eigentlich da ist und warum das Sinn ergibt, dass sie sich da regelmäßig einmelden und ihre Zeiten eintragen? Also es sind jetzt zwei Fragen in einer. Erstens, wie stellt ihr das sicher, dass das alles machen? Wie sehr lauft ihr da hinterher? Oder ist es euch gelungen, sozusagen den Sinn des Programms für das jetzt eben noch junge Büro allen so verständlich zu machen, dass das eigentlich von selber läuft? Also, wie gesagt, es
ist so ein bisschen typenabhängig, wer sich da gerne mit befasst und wer da eher so ein bisschen eine innere Barriere hat. Es wird in der Regel gut angenommen, würde ich jetzt schon so sagen, von den Projektleitern, die natürlich auch mehr sehen können, die da ein ganz anderes Interesse haben, wird es besser angenommen. Ansonsten, ja, also mit den Urlaubsanträgen, da kriegt man sie natürlich. Die jetzt über Projo gestellt werden müssen. Aber es ist auch bei unserem Bürojourfix immer wieder Thema. Also wir haben einen wöchentlichen Bürojourfix und da ist Projo einfach immer wieder einer der Themenpunkte. Und dadurch kommen die uns gar nicht ohne davon. Aber ja, ich glaube, das ist alles, also wir hatten ja vorher auch schon eine Software, in die Stunden eingetragen werden mussten. Von daher ist es jetzt nichts Neues. Also es ist ein neues Programm, aber von der Aufgabe her jetzt nicht fremd. Ich glaube, das wird die Zeit bringen. Und je nachdem, also wir haben das jetzt noch nicht weiter aufgedröselt, die Nutzungsrechte, aber wir sind, wie gesagt, sehr für Transparenz und vielleicht finden wir da noch die ein oder andere Einstellung, die wir anpassen können, sodass die Kollegen einfach dadurch, dass sie Informationen bekommen, sich auch mehr für das Produkt interessieren oder für die Software. Ja. Aber also ja, es wird gut genutzt. Das habe ich schon öfter gehört, dass die Urlaubsanträge dann letztendlich die jetzt oder auch Homeoffice-Anträge und Ähnliches oder Überstundenausgleich, solche Dinge dann der Eisbrecher sind, die ja dafür sorgen, dass das Programm dann wirklich ankommt bei allen, weil beim Arbeitszeiten einbuchen fühlt man sich vielleicht erstmal auch nur kontrolliert, wie auch immer. Genau, das ist sicher. Es gibt auch die Anregung, die ich auf Kenny wahrgenommen habe, die ich auch sehr schön finde, eigentlich genau unter dem Aspekt, dass man zuschalten können soll, dass die Mitarbeitenden auch selber sehen können, wie viele Stunden sie für welches Projekt eigentlich aufgewandt haben. Das gibt es ja aktuell nur im internen Bereich. Und man sozusagen als Arbeitgeber oder Büroleiter, wie auch immer, kann man nachschauen, welcher Mitarbeiter wie viel Zeit für welches Projekt aufgewandt hat. Er kann auch einen Zeitraum eingeben, sieht dann so ein schönes Tortendiagramm. Da haben wir das Feedback bekommen, was ja auch in deine Richtung Transparenz geht, dass das gut wäre, dass man das auch für Mitarbeitende einblenden kann. Ja, da kommt schon ein Daumen von, ja. Genau, noch ein Daumen von Markus. Genau. Genau, also genau unter dem gleichen Aspekt sozusagen auch nochmal mehr Verständnis dafür zu bringen, na, wofür man das Ganze macht. Also gar nicht in erster Linie, um die Mitarbeitenden zu kontrollieren, sondern in erster Linie, um das eigene Büro zu kontrollieren und gemeinsam sozusagen die Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Und sich auch bewusst zu sein, wo man steht innerhalb eines Projektes. Dafür gibt es ja auch den Schalter, den es jetzt schon gibt, dass man einstellen kann, dass jeder Mitarbeiter bei den Zeiten, die er gebucht hat, sieht, wie viel Prozent insgesamt des Einsatzbudgets einer Leistungsphase schon verbraucht sind. Also das sieht man dann in der einzelnen Zeitbuchung in Prozent angegeben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon eingeschaltet habt. Wenn man Transparenz befürwortet, was wir hier ja auch tun, dann ist das auf jeden Fall ein Tipp, der schon mal in die Richtung geht, den man einsetzen kann. Ja, dann kommen wir auch so langsam zum Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal für deine offene Auskunft, die du gegeben hast und für die Einblicke in euer frisches Büro, junges Büro kann man ja eigentlich nicht sagen, weil man kennt euch ja schon irgendwie. Und natürlich auch über das positive Feedback, was wir jetzt bei der Gelegenheit auch bekommen haben und aber eben auch die Anregungen, wo wir noch vielleicht nochmal kritisch hinterfragen müssen, diesen Migrationsprozess. Insgesamt ist gerade ein Thema, was wir aktuell hier auch bei Projo tatsächlich diskutieren. Weil es natürlich erstens eine unglaubliche Arbeit ist für uns, na, und sehr viel Ingenieurarbeit tatsächlich da auch drin steht, Re-Engineering, also so viele Daten wie möglich zu finden und zu verwenden. Also es macht einerseits viel Arbeit und auf der anderen Seite muss man eben auch gucken, wie weit man diese Arbeit treibt, also wo dann auch welche Daten wirklich den Benefit für euch dann bringen und wo man vielleicht eher
ja, unnötig viel Aufräumarbeit schafft, die entsteht. Also insofern eben auf jeden Fall ein wichtiges Feedback auch für unsere Diskussion. Und da haben sich jetzt ja gerade auch noch einige eingebracht, was mich auch freut, weil man dann sieht, dass es eben kein Einzelfall ist und das ein Punkt ist, ja, wo wir einen Mehrwert schaffen können, indem wir entsprechend vielleicht auch Funktionen bereitstellen, die das Aufräumen weiter erleichtern, so wie die eben erwähnte. Ja, Birgit, möchtest du noch einen Abschlusssatz sagen? Sonst würde ich an Benedikt weitergeben. Ja, vielleicht einfach ein ganz großes Danke an euch. Also wir wurden vor der Umstellung schon recht intensiv betreut. Das hat uns sehr geholfen und ich glaube, so die ein oder andere Nuss haben wir gemeinsam geknackt. Und ja, also danke dafür an dich, Arne, an Thorsten und an Benedikt. Also wir hatten mit euch allen dreien dann im Laufe dieses Prozesses einen Austausch und das, und wie gesagt, ja, ist Dani auch, stimmt. Am Anfang, natürlich. Genau. Der Meister der Migration. Ja. Ja, genau. Und Mia. Und ja, das war super. Und ich bin ganz fest davon überzeugt, dass es da noch ganz viel zu entdecken gibt. Super. Also jeden ja. Tag stoße ich auf neue Dinge, die ich lösen kann. Und das ist super. Also vielen Dank. Ja. Super, danke dir. Also Projo, ich sage ja immer gerne, Projo ist aufgebaut wie ein Spiel. Man fängt mit einem einfachen Level an und geht dann immer ein Level höher. Und also Birgit, fand ich ganz toll, was du für einen Einblick gegeben hast, Arne, wie du moderiert hast. Ich fand es auch wirklich berührend, auch nochmal zu sehen, wie ihr dann Projo nutzt, welche Vorteile es wirklich hat. Das hilft uns in der Entwicklung natürlich auch immer. Zu sehen, warum man das eigentlich macht. Wir haben natürlich auch viele Herausforderungen. Performance hatten wir im Laufe des Monats ein paar Herausforderungen. Und wenn man dann mitbekommt, dass es doch an vielen Sachen sehr gut läuft, dann freut man sich. Also sehr schön. Jetzt haben wir noch die letzten 2-3 Minuten. Die würde ich noch mal ganz kurz nutzen, um euch zu fragen, was wir so auf der nächsten User Group mal machen könnten. Wir hatten ja eben schon über Projo Summit gebrainstormt. Ihr müsst es jetzt vielleicht nicht reinschreiben, aber vielleicht hat jemand so 2-3 kurze Wortmeldungen, was wir mal dringend machen sollten. Hat jemand eine Idee, wollen wir mal wieder quasi in ein Feature reingehen und das mal mit verschiedenen Kunden besprechen oder welches Format gefällt euch da? Das Thema, ich melde mich mal so, ohne mich Carola. Zu melden. Hi, guten Morgen. Das Thema Benachrichtigung ist nach wie vor ein, sagen wir mal, echt Knackpunkt. Ja. Das habe ich vorhin auch nochmal rausgehört. Irgendjemand sagte irgendwie, dass die Rechnung in diesen vielen Nachrichten auch untergeht. Sandra. Also Benachrichtigung ist ein großer Punkt, der noch im Raum steht. Sollen wir mal grundsätzlich dann über Benachrichtigungen reden? Also welche gibt es eigentlich? Welche werden wie genutzt? Und wie sollte man das verbessern? Ja. Da gibt es noch eine Wortmeldung von Daniel. Ja. Ich wollte nur sagen, ich würde das auch mal unterstützen, weil ich kriege jeden Tag die Erinnerung, dass ich meine Sozialversicherungsnummer nachtragen muss. Oder es geht mir so ein bisschen. Dann trage die doch mal nach. Deutsch, ne? Ja, ja, ist schon klar. Aber vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man das etwas genauer differenziert, dass man darüber mal spricht, welche Sachen wirklich relevant sind. Weil ich verstehe das schon. Ich habe das ab und zu, dass ich für Mitarbeiter von uns Zeiten umbuche, ne? Wir haben am Anfang auch ein Standardprojekt gebucht und jetzt bin ich auch wieder ganz parallel dabei, das auf Leistungsphasen umzubuchen. Das heißt, ich kriege aber jedes Mal eine Nachricht. Also morgen habe ich schon eine Latte von ungefähr 97 Nachrichten, dass ich 97 Phasen umgebucht habe. Vielleicht kann man das auch eher zusammenpacken oder sowas. Das würde vielleicht die Motivation auch erhöhen zu der Diskussion halt, am Anfang mit den Unterschriften. Also relevante und irrelevante Informationen. So. Mhm. Gut, sonst noch irgendwelche Ideen? Nee. Alles klar. Gut,
dann bedanke ich mich bei allen bei euch. Also ich finde es immer sehr gut, wenn die User Group interaktiv ist, also jeder so ein bisschen beiträgt. Und das habt ihr durch den Chat natürlich gemacht, aber auch die Beiträge. Also vielen Dank. Das nächste Mal, die nächste User Group findet wieder an einem 3. statt, 3. März, Donnerstag, 9 bis 11. Und freue ich mich drauf. Dann wünsche ich jetzt mal einen schönen Arbeitstag. Tschüss, danke. Tschüss, tschüss. Tschüss. Danke euch. Ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.